Dafür, dass zwei absolute Schwergewichte aus dem Tech-Sektor gestern mit ihren Zahlen so enttäuscht haben, nämlich Alphabet und Microsoft, hält sich der Markt ziemlich gut, kann sich erholen. Die Frage ist aber, wie nachhaltig diese Erholung ist, denn der Grund, dass man sich heute erholen kann, der ist ein bisschen dünn aus meiner Sicht, der wird nicht so wirklich nachhaltig sein. Und eins ist das Problem, die Aktien, viele Aktien müssen noch die kommende Rezession einpreisen, denn eins haben ja die Zahlen gezeigt, gestern von Alphabet und Microsoft, da kommt etwas auf uns zu bei Alphabet. Etwa die geringeren Werbeumsätze, die Werbeindustrie also nicht mehr bereit, so viel Geld auszugeben, wird vorsichtiger, hält ihr Geld beisammen. Immer ein sehr guter Frühindikator, was die Werbeindustrie macht. Erster Punkt, und bei Microsoft schwächere, deutlich schwächere PC-Nachfrage. Auch das deutet ja ganz klar auf eine kommende Rezession. Und es ist vieles eingepreist, die steigenden Zinsen sind eingepreist. Aber es ist eben nicht der wirtschaftliche Abschwung schon vollkommen eingepreist. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir nochmal eine Bewegung nach unten sehen werden mit der US-Berichtssaison, bevor dann die Dinge besser werden, die sich ja makroökonomisch, könnte man sagen, oder in anderen Marktsegmenten ja bereits abzuzeichnen beginnen. Wir sehen, dass die Renditen weiterfallen, eigentlich gut für Aktien. Und wir sehen, dass auch der Dollar fällt, auch gut für Aktien. Aber wie gesagt, die Bewertungen sind angesichts des kommenden noch relativ hoch und da muss noch ein bisschen was rausgeblasen werden und dann ist der Weg vielleicht frei für die so viel beschworene Jahresendrallye. Was war der Grund für die Erholung? Die Bank of Canada, die heute entgegen der Erwartung die Zinsen nur um 0,5% angehoben hat. Die allermeisten waren davon ausgegangen, es werden 0,75%, also ein größerer Zinsschritt. Und jetzt, wie ich getwittert habe, denken sich die Aktienmärkte, naja, wenn die Bank of Canada weniger anhebt, ist das dann ein Vorbote für eine vorsichtigere Fed? Sven Henrik fragt, ja, was weiß die Bank of Canada, was die Fed nicht weiß, aber die Bank of Canada hat in Kanada ein ziemlich spezifisches Thema. Da sind nämlich die Immobilienpreise massiv durch die Decke geschossen. Dementsprechend steigen jetzt auch in Kanada die Hypothekenzinsen massiv und da ist wahnsinnig viel Wohlstand eben im Immobiliensektor. Und das droht in die Luft zu fliegen, wenn man zu aggressiv die Zinsen anhebt. Dementsprechend aus meiner Sicht eher ein kanadischer Grund, warum die Bank of Canada vorsichtiger ist. Aus meiner Sicht ist die Fed noch nicht so weit, dass sie wirklich jetzt diese Zinsanhebungen jetzt schon deutlich zurückfahren wird. Sie wird nämlich die Fed wahrscheinlich dann am 2. November die Zinsen zunächst nochmal um 75 Basispunkte anheben, dann aber signalisieren wahrscheinlich, dass man vorsichtiger wird. Aber das ist dieses Narrativ, was heute den Märkten geholfen hat. 16 Uhr kam die Entscheidung der Bank of Canada, schauen Sie in die Charts. Und dann sehen Sie, dass es dann nach oben ging. Da waren auch die Verkäufe neuer Häuser in den USA, aber das war nicht der Grund für diese Bewegung. Jetzt sagt David Rosenberg zu Recht aus meiner Sicht, naja, diese 50 Basispunkte Zinsanhebungen, die sind jetzt der neue Pivot, also die neue Wende, die neue Umkehr der Notenbanken. Sieht her, wir wollen die Zinsen nicht nochmal ein Dreiviertelprozent anheben, sondern nur ein halbes Prozent. Die Märkte, hurra, hurra, hurra. Aber so viel wird das eben nicht helfen, denn das große Problem ist, dass Umsätze von Unternehmen, wie Lance Roberts hier richtig zeigt, eine Funktion der Wirtschaft sind. Und wenn die Wirtschaft schwächer wird, dann ist es schwer für Unternehmen praktisch die Wirtschaft out zu performen, sich besser zu entwickeln. Dementsprechend werden wir Probleme bei den Umsätzen sehen und werden Probleme bei den Gewinnen sehen. Und das, wie gesagt, ist noch nicht eingepreist. Wenn wir uns mal anschauen, dass die Marktkapitalisierung etwa in den USA immer noch bei 150% des BIPs sind. Laut Buffett Indicator ist das immer noch sehr, sehr sportlich. Alles über 100 ist die Blase, so hat Warren Buffett einmal gesagt. Und so kommt es, dass, wie Lisa Abramowitsch hier twittert, the bad news
Is good news narrative is facing a challenge. Also diese Logik, naja, super, schlechte Daten, schlechte Zahlen aus der Wirtschaft, hurra, Aktienmärkte steigen, weil sie hoffen, dass die Fed die Zinsen dann nicht anhebt. Das kann sich jetzt ändern und kann sich dahingehend ändern, dass man sagt, naja, schlechte Nachrichten sind schlechte Nachrichten. Und das bedeutet vielleicht eine Wende der Fed oder zumindest eine langsamere Gangart der Fed, aber es bedeutet eben auch Schlechtes für die Unternehmenszahlen insgesamt. Aber wie gesagt, wir sehen schon Entspannung und das hilft. Bei den Renditen, die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite jetzt schon so an der 4%-Marke. Wir waren kürzlich noch bei 4,33%, also da hat sich was getan. Und das liegt auch, oder der Stress und auch die Gewinne und die Umsätze der Unternehmen in den USA, die sind ja auch stark belastet durch den starken Dollar, denn viele international agierende amerikanische Konzerne, die leiden unter dieser Dollarstärke, die verdienen etwa Geld in Euro, dann tauschen sie den schwachen Euro gegen den starken Dollar um, kriegen dadurch weniger Dollars. Und hier sehen wir mal, wie Liz Ann Saunders aufzeigen kann, wie groß der Performance-Unterschied ist bei Firmen, die stärker auf die USA selbst konzentriert sind und Firmen, die stärker international tätig sind. 15% seit Jahresbeginn, das ist eine Menge Holz. Also wir sehen, die Dollarstärke, die schlägt sich da immer mehr nieder. Man darf gespannt sein, ob das heute auch bei Meta ist, die ja jetzt nachbörslich, nämlich um 22.05 Uhr berichten. Da werden wir heute bei Finanzmarktwelt auch wieder drüber berichten. Schauen Sie da mal rein. Die Aktie ist ja wirklich komplett verprügelt worden in letzter Zeit. Hier sehen wir, wir waren im Bereich 380 im Top und sind jetzt mal so im Bereich 133. Also das ist etwas mehr als ein Drittel dessen, was wir noch etwa Mitte 2021 an Wert hier hatten bei Facebook respektive Meta. Hier der Chart, falls Sie die Frage stellen sollten, von wem ist eigentlich dieser Chart, dann würde ich diese Frage kurz und bündig beantworten mit Capital.com. Aber gehen wir weiter, meine Damen und Herren. Wie schaut es jetzt weiter aus? Ist das Ganze nachhaltig? Das werden wir sehen dann wahrscheinlich erst nächste Woche mit der Fed. Und wir werden auch sehen natürlich die Zahlen von Apple und Amazon, die absolut wichtig werden. Dann morgen nachbörslich Mike Wilson, der ja eigentlich immer sehr bärisch war, hatte ja gesagt, wow, da sehen wir jetzt das Potenzial für eine Erholung. Aber sollte der S&P 500 nochmal unter die 3650er Marke fallen, da sind wir jetzt immerhin schon ein gutes Stück entfernt, dann würde er wieder bärisch werden aus charttechnischen Gründen. Nochmal zur Konjunktur, nochmal zur Frage, wann bilden Aktien eigentlich einen Boden aus? Und das hängt viel mit der Wirtschaft zusammen, mit der Konjunktur zusammen, dadurch die Umsätze, die Gewinne der Unternehmen maßgeblich betroffen. Hier sehen wir mal den sogenannten Leih-Index, Leading Economic Indicators, also Frühindikatoren. Und wir sehen, dass wir gerade da jetzt ins Negative getaucht sind mit minus 1,45, und normalerweise, wenn wir bei minus 10 sind, dann dreht das Ganze gerne, dann ist die Rezession da und dann finden die Aktien auch einen Boden. Von daher wäre eigentlich da noch wahrscheinlich ein bisschen was auszupreisen eben bei den Aktien, und dass diese Rezession kommt, das bestätigt sich auch an den Anleihemärkten. Die so wichtige Zinskurve zwischen der dreimonatigen US-Staatsanleihe und der 10-jährigen US-Staatsanleihe jetzt negativ. Und viele Fed-Mitglieder etwa haben gesagt, naja, wenn die 2-jährige und die 10-jährige invertieren, die Zinskurven nämlich, dann kann man das sich mal anschauen. Aber für uns ist ein klares Rezessionssignal, wenn die 3-monatige und die 10-jährige US-Staatsanleihe invertieren. Jetzt sind beide invertiert, das heißt, die kürzer laufenden Staatsanleihen rentieren höher als die länger laufenden, was eigentlich keinen Sinn macht, sondern nur dann Sinn macht, wenn die Märkte davon ausgehen, dass früher oder später aufgrund der abstürzenden Konjunktur eben die Fed dann auch die Zinsen wieder runternehmen muss, weswegen dann die länger laufenden Anleihen weniger rentieren. Die reale Kaufkraft in den USA geht deutlich zurück, wie Thorsten Pollard hier gut zeigen kann. Mithin also die Geldmenge M2 minus Inflation, und das
drückt auf den Konsum, das wird auf die Gewinne der Unternehmen drücken und wie Thorsten Pollert hier richtig sagt, das übt Druck aus in Richtung Deflation. Deswegen haben die Märkte vielleicht die Hoffnung, zu Recht die Hoffnung aus meiner Sicht, dass sich die Inflation in den USA doch relativ stark abkühlt, zumal wir sehen, dass am Immobilienmarkt die Dinge wirklich ziemlich schnell nach unten gehen. Wir sehen jetzt die Mortgage Rates über 7% gestiegen, also die Hypothekenzinsen. Wir haben jetzt heute Zahlen gesehen zu den Hypothekenanträgen, so gering wie seit 1997 nicht mehr. Wer kauft in einer solchen Situation bei solchen Hypothekenzinsen noch ein Haus? Alleine 42% sind diese Hypothekenanträge im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen, auch wenn heute die Verkäufe neuer Häuser etwas besser als befürchtet waren. Aber wir sehen eben, dass diese Anstiege der Hypothekenzinsen natürlich die Käufer hier massiv unter Druck bringen, die Nachfrage zurückgeht, dadurch auch die Preise weiter fallen, was dann wiederum auch deflationär wirken kann oder zumindest als Inflationsbremse wirken kann. Treasuries are oversold and have faced a selling panic. Ja, wir haben eine richtige Panik gesehen bei den Staatsanleihen. Die wurden so abverkauft, die Renditen sind so nach oben geschossen und das könnte eine gute Zeit sein, eben sich in Anleihen zu investieren, eben auch in der Erwartung, dass wenn die Rezession mit Macht kommt, dann die Investoren in den vermeintlich sicheren Hafen Anleihen flüchten. Das sehe ich ähnlich und gutes Zeichen auch in Sachen Dollar. Da ist jetzt sogar der Aufwärtstrend seit Jahresbeginn beim Greenback in Gefahr, wie Sven Henrik hier zeigt. Dollarschwäche oder ein schwächerer Dollar würde den Aktienmärkten sehr, sehr helfen. Kommen wir jetzt mal nach China, meine Damen und Herren. Wir sehen, wie stark sich das Budget Chinas, die Handels-, also praktisch die finanzielle Situation Chinas verschlechtert. Wir fahren massive Defizite. Das hat es in der Form eigentlich kaum gegeben und wir sehen, dass der Yuan abwertet, weswegen heute Nacht dann Peking, die Zentralbank, die Banken angewiesen hat, in China massiv Dollar zu verkaufen und Yuan zu kaufen. Auch das ein Grund des etwas schwächeren Dollars, den wir jetzt sehen. Aber wir sehen, wie stark jetzt der offshore gehandelte Yuan von dem Fixing, also vom Referenzkurs, den die chinesische Notenbank setzt, abweist. Das heißt, die Notenbank verliert mehr und mehr die Kontrolle, die Marktkräfte, die Fliehkräfte raus aus dem Yuan werden immer stärker. Und auch wenn heute praktisch wieder mal angeordnet wurde, die chinesischen Banken nicht nur den Yuan zu stützen, sondern auch Aktien zu kaufen, um dem Ausland nicht das Signal von Schwäche zu geben, sehen wir, dass es da einige ziemlich erwischt hat. Etwa Charlie Munger im zarten Alter von 98. Und jetzt schauen Sie sich mal an, was der gemacht hat. Der hat extrem viele Aktien gekauft von Alibaba und zwar zu einem Kurs von $236. Jetzt ist die Alibaba-Aktie ja im Gefolge des Volkskongresses in China maßgeblich gefallen und war nur noch $63 wert. Und der gute Charlie Munger hat etwa 80-85% dieser Aktienkäufe bestand aus beliehenem Kapital. Da hat er sein eigenes Portfolio beliehen, hat dafür einen Kredit bekommen und der ist jetzt ziemlich dick unter Wasser mit einem Verlust von 475%. Also auch Legenden sind da offenkundig auf dem falschen Bahnsteig unterwegs, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind. Jetzt kommen wir zu Glorreich Deutschland. Hier sehen wir es. Beginnt BASF, der größte Chemiekonzern der Welt, hat gesagt, man wird dauerhaft seine Präsenz in Deutschland verringern. Man wird Arbeitsplätze verlagern, weil die Energiekosten so hoch sind. Das ist ein absolutes Alarmsignal für uns, sollte ein absolutes Alarmsignal sein. Und wie Wall Street Silver hier sagt, naja, Germany's crazy energy policy has consequences. Wir erinnern uns, die Energiepreise sind ja, weil wir alles abschalten, was nicht auf den Baum kommt, schon im Jahr 2021 vor dem Ukraine-Krieg gestiegen.
Und das stellt man sich irgendwie vielleicht zu naiv vor, wie dann alles auf erneuerbare Energien umgestellt werden kann. Das ist zwar in der Theorie schön, in der Praxis aber leider nicht möglich. Schon die Energiewende von Frau Merkel war ja eher so ein Wunschkonzert. Wir wollen, aber nicht irgendwie realistisch. Ja, wie setzen wir es denn um? Darunter leiden wir noch heute. Und wie gesagt, das ist ein böses Omen, wenn BASF jetzt diese Botschaft sendet. Und eine Botschaft hat jetzt auch Linde gesendet. Die deutsche Aktie mit der höchsten Marktkapitalisierung, also das wertvollste deutsche Unternehmen, könnte man sagen. Und das will jetzt aus dem DAX raus und sich nur noch in den USA listen lassen. Die Gründe kann man nur drüber spekulieren. Wahrscheinlich auch ein Punkt hier, die Energiepreise, möglicherweise auch das Management. Da sitzen Amerikaner drin, die wollen, fahren da ihr eigenes Ding. Das kann man schlecht beurteilen, aber auch das ein böses Omen aus meiner Sicht. Der Finanzplatz Deutschland verliert weiter an Wert. Und was jetzt, oder an Bedeutung, was jetzt natürlich entscheidend ist, bei der Energiewende ist ja schon mal der Materialbedarf. Wir bräuchten etwa das 35-fache an Lithium, um überhaupt unsere Ziele bis 2050 etwa mit der Elektromobilität erreichen zu können. Jetzt schauen Sie sich da mal den Lithiumpreis an. Der schießt bereits jetzt durch die Decke und wir sind da maßgeblich abhängig wieder von China. Das ist natürlich ein Riesenthema. Deswegen, das gilt auch ähnlich für Kupfer, gilt für Nickel etc. etc. Der Bedarf an diesen Metallen würde deutlich, deutlich steigen. Die Preise steigen auch. Das heißt, die E-Fahrzeuge werden perspektivisch immer teurer. Und insofern ist es schon etwas seltsam, wenn der Chef eines Autokonzerns, nämlich der Audi-Chef, jetzt sagt, er will autofreie Tage und ein Tempolimit. Tempolimit finde ich noch einigermaßen vernünftig, aber autofreie Tage, so wie in den, wann war es, 70er Jahre, das ist dann schon ein bisschen, naja, finde ich, zu weitgehend. Und das von einem Chef eines Autokonzerns in Sachen Marketing würde ich diesen Mann sofort rausschmeißen. Ja? Und jetzt sagt die Industrie hier in Deutschland, nämlich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, sagt, wir haben komplett unsere Sparpotenziale beim Gasverbrauch ausgeschöpft. Mehr geht nicht. Wir brauchen Innovation. Das ist ein Hilferuf der Wirtschaft an die Politik. Die Politik fährt so ein bisschen Wolkenkuckucksheim und denkt sich, das wird schon werden. Die Energie kommt dann ja nach wie vor aus der Steckdose. Das ist überhaupt kein Problem und dementsprechend muss man auch die derzeitige vermeintliche Euro-Stärke sehen. Euro ja heute wieder über die Parität gestiegen am Tag vor der morgigen EZB-Sitzung. Das wird auch interessant, aber es ist vorwiegend Dollarschwäche jetzt eben, weil der Dollar heiß gelaufen ist, weil viele da jetzt auf Gewinnen sitzen, die sie mitnehmen, weil Notenbanken wie die chinesische eben Dollars verkaufen, um ihre eigene Währung zu stützen. Der Euro wird weiterfallen. Ja, es sieht so aus, auch wenn es jetzt eben diese Erholung gegeben hat. Und wir haben auch fallende Gaspreise gesehen, um die 100 jetzt das Niveau. Und jetzt wird das Ganze wieder so günstig, dass einige Stromerzeuger wieder vermehrt Gas verbrennen, um Strom zu erzeugen. Eigentlich totaler Schwachsinn, aber weil es eben so billig geworden ist. Warum ist es so billig geworden? Nicht, weil die Nachfrage geringer oder das Angebot etwa höher war, sondern weil wir nicht in der Lage sind, praktische Speichermöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend ist das das eigentliche Problem und heißt eben nicht, dass die Lage sich dauerhaft entspannt, sondern die Lage bleibt angespannt und das weiß offenkundig oder ahnt die Bundesregierung, weswegen der Bund auch bereit wäre, nochmal 60 Milliarden oder die Hilfe auf 60 Milliarden Euro zu verdoppeln. Zwei Hinweise, meine Damen und Herren, zum Abschluss dieses Videos. Erster Hinweis, wenn Sie wissen wollen, wie es der Industrie wirklich geht und wie groß die Diskrepanz zur Politik ist, dann lesen Sie diesen Artikel, Sparpotenziale beim Gasverbrauch ausgeschöpft. Das ist ein Hilferuf, denken Sie dabei an BASF, denken Sie vielleicht auch an Ihren eigenen Job, der da durchaus perspektivisch gefährdet sein kann, vor allem wenn Sie eben in energieintensiven Branchen arbeiten. Und auch in anderen Branchen geht es immer heftiger zu. Und dann jetzt das Thema des Videos hier, Nasdaq, gigantisches Wachstum der Tech-Konzerne geht zu Ende. Alles kehrt irgendwann zum Mittelwert zurück und die Erholung oder diese Rallye, diese Vermehrung von Marktkapitalisierung, Ver-X-Fachung von Marktkapitalisierung bei vielen Tech-Unternehmen, die ist nicht dauerhaft. Deswegen sind aus meiner Sicht weiterhin die Tech-Werte jetzt in den USA noch so stark bewertet, dass da noch ein gewisses Fallpotenzial ist. Also zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.